Heute wollen wir mit euch Murmelbilder machen. Dafür brauchen wir einen Schuhkarton mit Deckel, ein weißes Blatt Papier, Farben und zwei Murmeln. Wer keine Murmeln hat, der kann sich auch große Perlen nehmen oder sich halt ein Ball aus Knete formen. Diese Technik ist auch gut für kleine Kinder, weil das sehr einfach ist. Jetzt legen wir das Papier in den Schuhkarton. Dann nehmen wir zwei unterschiedliche Farben, zum Beispiel Blau und Gold. Dann tun wir ein ganz wenig Farbe rein. Von beiden Farben. Ich habe jetzt beide Farben reingetan und lege jetzt die Murmeln rein. Und dann macht man den Deckel drauf. Und schütteln. Ja, und dann schütteln. Wenn man dann gut geschüttelt hat, kann man zwischendurch auch mal reingucken. Jetzt kann man schon mal sehen, wie das schon schick aussieht. Dann schüttelt man noch ein bisschen weiter. Gleich nochmal. Okay. Aufmachen? Nein. Wir den Deckel runter und nehmen die Kugeln ganz vorsichtig raus und legen sie in den Deckel. Und dann versuchen wir das Papier rauszuholen und dann das trocknen zu lassen. Man kann natürlich auch noch ganz andere Motive machen, das sieht man. Und man kann hier auch so Kreise ausschneiden und das machen und ja, dann so eine Kette ausdehnen. Tschüss, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr macht das auch nach.